Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Shantae Half Genio. Bisschen lauter. Ja. Wir haben alles Gold, was holen geht. Wir haben rein theoretisch schon die 100%. Ein paar Sachen gibt es schon zu holen, aber die sind eher storybedingt. Naja, beginnen wir wohl lieber mit dem Finale. Wenn du sowohl den Zombie-Hamster als auch die Eisenplatte hast, bring sie hierher. Onkel, ich habe die Eisenplatte für dich gefunden und auch einen Hamster. Perfekt, lass mich sie dir abnehmen. Du hast Zombie-Hamster abgegeben. Du hast Eisenplatte abgegeben. Er eignet sich perfekt für meine Maschine. Jetzt packen wir nur die hässliche Eisenplatte in einen Hamsterradform, setzen vorsichtig unser flauschigen Freund hinein und bringen das Rad an der richtigen Stelle an. Puff. Genau so. Und voila, denn Dynamo ist fertig. Habe ich fast vergessen? Nein, du kommst genau richtig. Kommt alle her, schalten hinein und sehen, was passiert. Endlich. Wir sind bereit, Onkel. Ich hoffe echt von dir. Los geht's. Soweit so gut. Das gefällt mir nicht. Vielleicht hättest du ihn ausschalten, Onkel. Zu gefährlich. Vorsicht. Ja. Sie ist gefangen. Was sollen wir tun? Ich kann ihn nicht abstellen. Schaut euch diesen armen verwöhnten Einfallspinsel an. Das ist dein Werk, nicht wahr? Wenn du mein kleines Mädchen wehtust, getan hast, werde ich. Du wirst was? Nur eine Maschine bauen, um mich auszuhalten? Du bist tatsächlich ein alter Idiot. Glaubst du, ich gebe dir freiwillig die Baupläne? Du hast die Baupläne vertauscht. Genau so ist es. Du hast die Maschine nach meinen Vorgaben gebaut. Dein Ruf hatte von Anfang an Schwächen. Es stimmt, dass dein Dynamo dazu in der Lage war, große Mengen Elektrizität zu produzieren. Aber als Nebenprodukt produziert er mit jeder Umdrehung einen erheblichen Gegenstrom aus negativer Energie. Also, habe ich einfach die Pläne verändert, um diese negative Energie in dunkle Magie zu verwandeln. Warum? Ein Experiment. Wie du sehen kannst, habe ich mit Erfolg die Magie des Winslicks umgekehrt. Zuvor war sie gut. Jetzt ist sie böse. Du Monster! Lass sie los! Ha! Ich habe nicht vor, sie zu behalten. Der Winsling hat seine Aufgabe erfüllt. Als nächstes werde ich den Dynamo modifizieren, um dunkle Magie in den großen Ziel zu generieren. Du musst wissen, die Macht einer einzigen Halbgenie zu verderben, ist zwar nett, aber wieso hier aufhören? Kasching. Wenn ich diese Maschine benutzen kann, um die magische Polarität umzukehren, die des gesamten Genie reicht. Du Fotze. Unmöglich. Jetzt. Nicht mehr. Dank euch! An eurer Stelle würde ich mich von der Halbschnee-Göre verabschieden. Mit der ganzen bösen Magie, die sie durchströmt. Naja, sagen wir, sie ist jetzt euer Problem. Tschüssi! Son of a bitch. Dieses unmenschliche Monster. Vergiss sie. Was ist mit Shantae? Ist sie jetzt wirklich böse? Shantae, kannst du meine Stimme hören?
Solch unglaubliche Kraft. Was sollen wir tun? Was können wir tun? Ich weiß, was ihr tun könnt. Leihen könnt ihr. Ihr könnt euch kümmern, wie die armseligen Würmer, die ihr seid. Hilft euch in Qualen und Schmerzen bis in alle Ewigkeit. Jetzt fleht, fleht um euer Leben. Pass auf! Ich kann spüren, wie sich Dunkelheit ausbreitet. Meine Kraft wächst. Und du? Du wirst nicht. Du bist viel zu schwach. Wie fühlt es sich an, zu verlieren? Deine Freunde und Familie so abbellen, mich im Stich zu lassen haben. Bitte, alle zählen immer noch auf dich. Nein, hiermit endet es. Hier in der Dunkelheit, wo dich niemand retten kann. Nein! Du hattest von Anfang an keine Chance. Leb wohl. Stopp! Wie seid ihr hierher gekommen? Wie armselig! Hör zu, Shanti. Ich bin's, Sky. Wir sind Freunde, seitdem ich denken kann. Ich weiß, dass du gerade verwirrt bist und dass die dunkle Magie dich umgibt. Aber du musst dagegen ankämpfen. Erinnere dich, wer du wirklich bist. Finde deine Treue und Ehrlichkeit. Schüttel die Dunkelheit ab und folge deinem Herzen. Santé, ich weiß, ich kann manchmal ein mieser Freund sein und ich power oft Mist. Aber ich will, dass du weißt, ich habe immer an dich geglaubt. Du bist jede meine Freundin, so jemand wie mir. Ich mach doch sonst die alte Angst. Erinnere dich, wer du wirklich bist. Finde deine Güte und dein Mitgefühl. Schüttel die Dunkelheit ab und folge deinem Herzen. Shanti, da bist du ja. Ich weiß, dass du dich wegen der dunklen Magie, die in dich steckt, mehr wirklich verhältst. Und dein Onkel macht dich große Sorgen um dich. Wir alle machen uns Sorgen. Ich weiß, du würdest uns nie im Stich lassen. Und das werden wir bei dir auch nicht tun. Erinnere dich, wer du wirklich bist. Finde deine Stärke und deinen Mut. Finde deine Stärke und deinen Mut. Wach nun auf. Ah. Dummheit, lol. Wollo war schon immer dumm. Ey, ich meine Bollo. Tut mir leid. Lol. Ich hoffe, ich übersteuere. Was ist passiert? Wo bin ich? Wir haben stundenlang versucht, dich zu erreichen. Bist du okay? Wir hatten Angst, dass du... Sch, gib ihr einen Moment. Wie fühlst du dich? Mir geht's gut, glaube ich. Du wurdest von dunkler Magie überwältigt. Ich glaube, es war meine Schuld. Nein, Onkel. Es war meine. Ich wusste, dass ich in die Reich war in Gefahr. Ich wollte einen Helden sein und die Lage retten. Ach. Aber ich wollte es alleine machen. Ich schätze tief in mir, hatte ich das Gefühl, meine menschliche Hälfte wettmachen zu müssen. Aber die Hilfe meiner menschlichen Freunde wäre ich jetzt verloren. Ich habe euch alle in große Gefahr gebracht. Es tut mir leid. Wir sind froh, dass du wieder du bist. Und wenn ich so frech sein darf, ich glaube langsam, deine menschliche Hälfte ist der stärkere Teil von dir. Hey, danke, Onkel. Sag, was ist das auf dem Boden? Du hast gerade viel Versteck. Zufälligerweise. Whisky muss fallen gelassen haben, als sie die Dynamo gestohlen hat. Dort plant sie also, das Schienereich anzugreifen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Eine Piratkönigin ist auf der Flucht. Boah, mach mal halblang. Ja, wir wissen gar nichts über ihren Plan. Du könntest gerade wieder in eine Falle hineinlaufen. Sie haben recht.
Sie haben recht. Die Situation verlangt nach Geduld. Sie sagte, sie würde die Maschine verbessern. Und wir wissen, sie ging nur von 4 Bauteilen aus. Wenn wir Hinweise hätten, inwiefern diese Bauteile sie modifizieren, die gedenkt, könnte ich einen Krieg bauen, um ihren Plan zu durchkreuzen. Aber Onkel, jede Sekunde zählt. Es geht, kommt ihr uns hier näher, die Schienereich zu verderben. Wenn meine Mutter sich wirklich in dieser Ort befindet, ist das vielleicht meine letzte Chance, sie zu finden. Du hast natürlich recht. Du kannst das Gebot jetzt gegenübertreten oder weiter nach Hinweisen suchen. Du hast die Wahl. Wenn jemand von euch einen Hinweis findet, ganz egal wie unbedeutend er erscheinen mag, bringt ihn sofort zu meiner Werkstatt. Verstanden? Alles klar. Darauf kannst du wetten. Ich mache weit bereit für den Abflug. Ich kann nicht mehr reden, Leute. Ich kann nicht mal die hohe Stimme reden. Whisky hat einen 20 überhand, aber wir sind noch lange nicht fertig. Ja, wenn wir die Teile finden, haben wir nicht nur 100%, sondern auch das Q-Ende. Leckt es gerade ein bisschen. Angezeigt wird 60 FPS, aber es sagt auch weniger als 60 FPS aus. Naja, hier sehen wir Techno Baron. Hypno Baron. Amo Baron. Hypno Baron. Und es gibt auch noch Squid Baron. Der hier drin ist. Hier. Das lädt. Hier. Squid Baron. Also alle Barons, die es gibt. Es gibt nur 4, soweit ich weiß. Und wir müssen mit allen 4 von denen ihre Sidequests erfüllen, damit wir das True-Ende freischalten können. Das wird all ihre Aufgaben. Squid Barons Aufgabe ist die Benutzer von allen, weil die kann man erst jetzt machen und nicht so wie die anderen vorher schon alles holen. Weil man bekommt von Squid Baron ein Item. Was wir abgeben müssen. Das machen wir zu guter Letzt. Wir machen erstmal alles andere. Amo Baron, was machst du hier? Wie sieht's denn aus? Ich kaufe Ersatzteile. Bis ich mein Schiff repariert habe und es wieder in die Luft geisst. Weil wenn meine ganze Flotte da oben nur Treibstoff. Wenn ich 5 Schrottteile hätte, könnte ich mein Schiff reparieren und endlich von hier verschwenden. Warte mal. Ist dieser Metallschrott für mich? Du hast mir Metallschrott abgegeben. Du bist gar nicht so übel, Schätzchen. Ich werde dir ein kleines Geheimnis verraten. Ich hatte vor kurzem eine Auseinandersetzung mit der alten Missy Boots und sie hat das hier hinfallen gelassen. Du hast Whiskys Anhänger. Mir hat noch nie gefallen, wie sich die Leute herumkommandieren. Vielleicht kannst du sie ja in ihren Schranken weisen. Verrat's niemanden. Ah, doch. Hypno-Baron braucht die Dings versunken gesehen. Hypno-Baron, was machst du hier? Es ist möglich, mit diesen idiotischen Squid Baron zu arbeiten. Ich fange halt so ganz von vorne an. Ich lasse mich nicht auf komische Geplänkel reduzieren. Ich werde ein Imperium der Angst erbauen, indem ich versunkenen Seelen verspeise. Ich befehle dir, 10 davon zu finden. Solltest du keinen Erfolg haben, werde ich in die Köpfe aller Bürger von Scuttletown eindringen und sie in den Wahnsinn treiben. Das klingt wie der Hüttner Baron, den ich kenne. Bring mir die versunkenen Seelen. Versunkene Seelen legst du mir zu Füßen und küsst den Boden, denn ich hab dich nicht herumkommandiert, sondern erzogen. Sieh, wie sie sich winden und vor der Macht ihres Meisters erzittern. Gut gemacht. Ich werde dir ein Geschenk geben. Whiskys Band. Whiskys. Whiskys Band. Dieses Objekt ist ein Ornament reinen Hasses. Danke, Hypno Baron. Viel Glück beim Bau deines Imperiums, erforscht. Ja, wir halten die wir hassen. Terry, Techno Baron, was machst du denn so weit hier draußen? Prokrastination. Ich wurde zu einem idealen Schwung gemeinnütziger Arbeit verdonnert. Sie zwingen mich dazu, meine Fabrik zugunsten einer ekelhaften Währung vom Reservat aufzugeben. Naja, das hast du dann wohl auch verdient. Je früher du hier an die Arbeit machst, desto früher wirst du fertig sein. Du solltest bei der Arbeit pfeifen. Pfeifen. Niemals, 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 sage ich. Ich weigere mich schon, nur einen einzigen Finger zu rühren, bevor mir nicht jemand meinen Daten bringt. Ich habe ihn in der Fabrik versteckt. Auf ihm sind all meine Finanzdaten. Finde ihn, sage ich. Du hast mein Finanzstück gefunden, oder?
Herrgott, mir! Gib ihn mir! Na gut, ich sehe keinen Grund, dir keine Belohnung zu geben. Eine Belohnung, die einer Vagabundin wie der verbunden sollte. Was willst du diesmal Schattenknopf? Was willst du noch? Nimm deine Belohnung, verschwinde! Danke, Technobaron. Vergriff deinen Zellungsfähig zu werden. Lol. So, nun machen wir das normale Ending. In der nächsten Part zeige ich euch das True Ending. Und die ganzen Bilder, die es in der Galerie gibt. Whisky ist versteckt. Wie ihr seht, können wir da nichts bekommen. Erinnerung an Hardcore-Modus. Ich mache mich mal ein bisschen leiser. Ich hoffe, ich bin jetzt leiser genug. Whisky Boots, versteckt in die Landung von der Nähe. Noch eine letzte Warnung. Du bist es. Wenn es dem Feind gelingen sollte, das Schienenreich ins Verderben zu stürzen, musst du uns zerstören und mit uns unsere Magie zurück. Deine Welt wird auf ewige Dürre in die Welt fallen. Ich verstehe. Ich glaube, meine Freunde, ich darf mich jetzt nicht mehr für halb gut genug halten. Hier in den Skateton, Sequinland, das ganze Schienenreich zählt auf mich. Ich werde das Gebot zu jedem Preis aufhalten. Where to go? Wenn wir übrigens die Meerungsprobenblase nicht hier haben müssten, können wir gar nicht holen. Also, ja. Ihr könnt diese Passagen als Referenz für Super Mario Land nehmen. Ich glaube, es hieß so. Aber ich könnte auch gerade nachgucken, aber nee, ich bin zu faul, weil ich habe mein Gameboy immer an der Seite. Bei Gameboy for Life, Pokémon Rot und so. Hashtag Pokémon Pro, scheiße, läuft. eigentlich genau dasselbe. Ich frage mich, warum die Leute sagen, ja, Pokémon Blau ist besser als Pokémon Rot oder so. Das ist eine Diskussion, die ich nicht verstehe. Ich meine, bei anderen Sachen, zum Beispiel, würde es dort unterschiedliche legendäre Pokémon geben, würde ich noch sagen, ja gut, vielleicht legendäre Pokémon stärker, kann ich jetzt verstehen, aber sonst kann ich es null verstehen. Alter, fucking Homing Schild. Ich hätte echt von allen getroffen, ne? Aber Pokémon Rot und Blau Diskussionen sind nicht wert. Es macht keinen Unterschied, welche Version du spielst. Das ist 1:1 dieselbe Version. Ich meine, der erinnert sich noch nicht mal an die Story, der erinnert sich noch nicht mal an den Namen. Das erinnert sich einfach gar nichts. Den wollte ich noch wischen. Übrigens, wir können hier keine Blase benutzen, also um Musikerfeld. Mir fällt gerade auf, ich brauche richtig viel Geld, weil 100% Ende und so. Also es tut alles holen. Weil wir haben noch nicht alles, wir müssen jetzt mal Geld fahren. Stimmt, ich habe euch die ganze Zeit angelogen. Leute, als gesagt habe, wir haben 100%. Ne, wir haben alles, was wir nicht kaufen können, sagen wir mal so. Und alles Kaufbare haben wir, müssen wir jetzt holen. Und da zeige ich euch einen krassen Geldtrick, wo ich sagen muss, da ist okay, dass magische Diadem gibt, also das, was einen unendlich Mana gibt. Oh Gott. Oh lol. Oh Gott, bin stumm.
Das heißt, es ist das letzte Level, wo man einfach alles aus, was man in dem ganzen Spiel gelernt hat. Es gibt nichts dazu zu sagen, außer ja, es ist wenigstens das herausforderndste Level. Jetzt nicht von Verstecken mit sich, weil es gibt hier keine Verstecke, aber von Schwierigkeitsgrad her. Also man, ich kann es verstehen, wenn man hier einmal die Over geht, aber das sollte echt nicht sein. Weil vor allem die eine Szene, wo man einfach nur mit Timing, mit dem scheiß Flug Rapier sein muss, also eh ist jedenfalls nervig. Das ist ein Wunder, dass ich das bei dem Hardcore-Modus und First Fire geschafft habe. Damals, in den guten alten Zeiten, als ich Stand hier nur 24 durchgesucht habe, und jetzt heute. Weil die letzten Parts sind alle heute aufgenommen worden. Wie mach ich denn das? Easy. Nein, 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 nein. Transform! Au. Da wollte ich so viel. Where to go? Genau. Ah, da wollte ich schon wieder zu viel. Let's go! Und wir vorsichtig spielen. Au. Ich weiß nicht wieso, aber Flug- und Fernkämpfer haben irgendwie mehr Leben als Nahkämpfer, was einfach null Sinn ergibt. Weil die Nahkämpfer müssen ja nah ran und sollten eigentlich nicht über einen Schlag oder so sterben, wie die es tun. Aber Fernkämpfer halten anscheinend 20.000 Schläge aus, was kaum Sinn ergibt. Also sie halten Schläge aus als Nahkämpfer. Ergibt null Sinn. Eigentlich sollte man die Frontline-Panzer und nicht die Backline. Das wäre komisch, würde man League of Legends auf einmal irgendwie spielen und den auf Tank. Das wäre ja dumm. Das würde keinen Sinn ergeben. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich das die ganze Zeit mache, aber hey, und woher muss er in den Meter entstehen? Ah, das meine ich. Das ist die Passage, die ich am meisten hasse. Die ist wilde Menge. Ich habe heute übrigens in Non League of Legends gespielt. Massive Midlane. Gegen. Welche? Seraph. Gegen Seraph. Early Game war zwar nervig, aber seitdem du ein Schild rüber. Easy peasy. Warum rede ich einfach über alle anderen Sachen aus, als über Shantae? Das beste Spiel der Welt. Kauft euch alle Shantae auf Shin Yeo. Lol. Nee, ist immer noch das beste Spiel der Welt. Da habe ich schon bessere Spiele gespielt. Aber es gehört auf jeden Fall zu den Top 10. Wenn nicht sogar Top 5. Ja, vorsichtig sein, ja, kann ich ja leider nicht. Und da muss ich mit den Apfeln rennen, ja, das kann doch nicht wahr sein. Das wäre zu leicht, wenn nicht. Zack, nächsten Bereich. Tut mal lieber alle Gegner wieder spawnen. Das spawnen wieder, keine Ahnung, ich weiß nicht. Auf jeden Fall geht's weiter mit der Flug-Action. Damit ist man übrigens zu langsam. Glaube ich zumindest, keine Ahnung. Ich denke mal, das ist zu langsam. Ja, da kommt man so eh nicht lang. Also. Cockblock. Und das war die Stelle, die ich am meisten. Ha, da wurde ich getötet. Da wurde ich gebumst. Von zwei Seiten. Und nein, das ist kein Porno. Einfach überfliegen, jawohl. Damit habe ich es geschafft.
Ich bin immer noch so dumm. Man kann einfach zweimal hintereinander speichern. Naja. Das ist jetzt das Ende. Jetzt kommen wir zum Finale. In den nächsten Parts sind den Rest von Hanshin Hiro. Bleib sofort stehen, Whisky! Pünktlich auf die Minute! Dachte ich mir doch, dass so ein Saubermann wie du einen Weg finden würde, den Einfluss der dunklen Magie umzukehren. Ich versichere dir, der Prozess ist nun unumkehrbar. Ach, wo ist der Dynamo, Whisky? Das wirst du schon bald sehen. Meine Tinkerbats kümmern sich liebevoll um ihn. Meine Männer haben unermüdlich gearbeitet, um das volle Potenzial des Dynamos freizusetzen. Es geht selbst über die Vorstellungskraft deines kurzsichtigen Onkels hinaus. Aber bis ihre Arbeit abgeschlossen ist, werde ich nicht zulassen, dass du dich einmischst. Du Fotze. Whisky Boots, Königin der sieben Weltmeere. Du, 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 du. Ja, das ist relativ leicht. Au! Relativ leicht, und der wird 5 Sekunden später getroffen. Easy. Und ich mach 5 Sekunden. 5 Millisekunden. Schlitz. 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 Au. Piu. Ha, gedodged Fisch. Ha, ungewollt gedodged. Nein, bin ich getroffen. Oh mein Gott, bin ich dumm. Na toll, au. Au, 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 ah, Lilong. Stopp! Nee, die hat noch viel zu viel. Dadurch, dass sie sterben will. Soll. Au. Beine so früh. Au. Hake dort, Spießmann. Ich kann meinen Finger nicht mehr spüren. Ich hab zu hart gedrückt. Und das nicht mal auf den Scheißhaufs. Au, das war dumm. Ich brauch kein Mana, ich hab genug Mana. Aua. Bald nicht mehr. Bald muss einmal. Ah. Wie dumm bin ich eigentlich? Und dann ist keiner von 10 bis 10. Oder von 4 bis 20. Kurz Ice Smoke wieder wie day. Blaze it. So. Ha, nicht getroffen. Ha, nicht getroffen. Oh mein Gott. Ich habe einen Minisprung gemacht. Statt einen großen. Frage, ich hätte früher angreifen können. Und damit habe ich viel Schaden verloren. Einmal nur Shit ausweichen. Au! Am besten Schaden macht ihr Schlitz. Oh, schon besiegt. Geil. Na komm, bisschen in Credits spiel ich noch. Letzte Chance. Gib auf, Whisky. Hä? Du bist zu spät. Bing. Ich werde dich nun in die finale Phase meines Plans einweihen. Sieh her! Was ist das? Der neue und verbesserte Dynamo! Was hast du mit ihm angestellt? Meine Tinkerbats haben sein Potenzial in jeder Hinsicht erhöht. Der mein Moment des Sieges ist da. Geht sie zu, wie euer geliebter Genie euch auf den Kopf gestellt. Genie Weiss.
Sie öffnet das Tor zum Genie-Reich. Ich wusste in den Haus der Schlimmste, weil es zu spät ist. Tinker Brain, Dynamo der Zerstörung. Ja, das. Der finale Boss leicht, aber irgendwann meinen Verstand hat. Einfach nur in eine Richtung laufen, denn die ganze Zeit. Die Scheiße einfach anzugreifen, bis sie leuchten, bis sie war's. Das war der ganze Kampf. Genau, und die Scheiße ausweichen natürlich. Also etwas, das nicht kann. Oh lol, zwei Elfen da. Und damit haben wir schon ein Auge zerstört. Ach ne, ein Ohr. Lol. Ein Ohrhase. Nein, auch ein Auge. Ah, gedodged. Oh mein Gott, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben diese Scheiße gedodged. Skill bewiesen. Ah, falsche Richtung. He's firing this laser. Ich muss rennen, schon die. Hab ich in die Bitch. Yes. Alter, so wenig Leben. Für den letzten, für den finalen Akt habe ich so wenig Leben. Fuck. Beziehungsweise den vorletzten Akt des Kampfes. Puh, das war knapp. Ich habe den Dynamo gerade noch rechtzeitig deaktiviert. Und dem Genie-Reich herrscht wieder Frieden, Freude, Eierkuchen. Hä? Diese Stimme? Du hast tapfer gekämpft. Und so viel erreicht. Tochter des Genies, du bist es, die Stimme aus meinem Traum. Du hast tapfer gekämpft. Alter, ist ja schon wieder so spät, lol. Im Namen des gesamten Genie-Reichs danken wir dir aus tiefstem Herzen. Nee, oder? Ist das Genie-Reich? Leider. Hä? Das Verderben unserer Magie hat begonnen. Tu, was du tun musst, um den Frieden zu bewahren. Hohoho, endlich habe ich es geschafft. Das eigentliche Herz des Reichs der Magie. Die Macht der Genies wird die meine sein. Jetzt folgt mein Befehl und erwerft euch mir als eure absolute Herrscherin. Oh no. The fuck, man? What's going on? Was geht hier vor? Nein! Es hat funktioniert. Die Macht der Genies ist die meine. Und die Welt wird vor mir niederknien. Boy. Ruf in LMAO. Ich habe keine Wahl, bevor ich Skillkraft nutzen kann. Ich muss es tun. Ich muss das Genie-Reich zerstören. Penetrate the Shield. Der ekelhafte Boss meines Lebens. So. Okay, jetzt macht diese Scheiße. Wir müssen einfach nur die Kugels machen und warten, bis das Schild langsamer wird, damit wir treffen können. Und diese Scheiße ausweichen, die ich am meisten. Oh mein Gott, bin ich dumm. Nein! Die ist gespawnt. Ich war zu langsam. Zum Beispiel am Anfang zu schnell und zack. Und, oh mein Gott. Reflexe. Ich glaube, er hält so 10 Treffer aus, wenn ich liegen darf. Ah, gedodged. Dodge, bitch, get out of my way. Get out of my way, bitch. Get out of my way. Und.
Ah, zu schlecht. Oh mein Gott, bin ich gut. Schneller, schneller. Yes. Weitere 10 Damage. Und da fliegt wieder eins. Diesmal habe ich es früher gesehen. Da wollte er ein Zauberspielchen. Aber da war ich mal wieder schneller. Beziehungsweise heiße ich jetzt Mimi? Nee, ich heiße immer noch Never Lucky Loshi. Ich meine Non-Lucky Loshi. Weil ich habe nie Glück, versteht ihr mich? Und zack. Und gedodged, weil ich einfach schon vor 100 Jahren das gesehen habe. Und das habe ich auch vor 100 Jahren gesehen. Einfach weil ich der beste Spieler der Welt bin. Zack. Alter, wenn ich jetzt nochmal spiele, ne? Alter, wie viele Probleme ich beim ersten Mal hatte. Also ich hatte wirklich schon mal beim ersten Mal des Spiels, ja, als ich Spiel gespielt habe, komplette Probleme, das Spiel zu spielen, also das, den Endboss zu machen. Fuck, da ist ein Schild. Ja, und jetzt ist hier ein Schild wieder sofort. Oh mein Gott, das war dumm. Zack, und wer jetzt ein Schild jetzt fallen? Du. Naja, ihr seht, es ist leicht. Ich verstehe auch nicht, warum ich am Anfang so viele Probleme hatte. Okay, die meisten Probleme waren dadurch, dass ich immer zu früh geschossen habe oder zu spät. Gut. Und die Scheiße am Boden nie gesehen habe. Oh mein Gott, das war Klose. Und Miroslav war stolz. Oh mein Gott, das war ja so easy. Es hat der Hardcore-Mod hat mich in diesem Bosskampf also wirklich abgehärtet. Du Schwachkopf! Du elitärer dringlicher Zwerg! Du hast alles ruiniert! Mein perfekter Plan! Ich werde bei und bei alles! Aber jetzt werde ich das Vergnügen haben, euch direkt in eure Frage für eure Skat zu werfen! Hoffentlich mehr, oh lol! Ich muss hier raus! Opa, auf Evil Samstag! Was ist das? Bist du blind? Dummes Stück Scheiße. Halt dich gut fest! Wir kommen hier raus! Schnell! Und nun kommen wir zum letzten Akt des Spiels. Feuer! Feuer! Alter, bin ich dumm! Alter, ich bin richtig dumm! Alter, bin ich dumm! Feuer. Alter, meine Fingerspitzen. Ich benutze vorhin lieber die Pad, bevor ich meinen Analogstick nicht mehr benutzen kann, weil ich so hart schwitze. Warum schwitze ich denn so hart? Ich verstehe es nicht. Oh Gott. Hab ich komplett vergessen, die Finger. Oh nein, ich hätte mich an die Stelle. Oh Gott. Da brauchen wir gutes Timing. Und Concentration. Was ist die Stelle? Ich glaube, es war die Stelle. Nein! Oh, das war die Stelle. Oh mein Gott. Feuerball! Oh Gott, oh, Alter, das war stylisch. Na guck mal, man kommt doch nicht mal ein Heil-Menü. Heil! Aber diesmal nicht Hitler. Dankeschön, tschüss. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Und diesmal hält sich gut fest, ja? Dankeschön, tschüss. Übrigens mit Unbesiegbarkeitsschild kommen wir da, können wir in die Lava rein. Bringen tut's nichts, aber es gibt noch nicht mal ein Achievement dafür, aber naja, kann man ja mal machen, ne? Oh lol. Ey, ich dachte schon, das wäre das Ende. Warum habe ich schon mein Gamepad losgelassen? Also halb losgelassen. So Hände gelockert. Ah, ich dachte schon, ich bin zu schnell.
Und wir haben es geschafft. Damit haben wir das nicht 100% Ende. Wir haben wahrscheinlich schon so 80% oder so. Vorhin ein paar sagen, oh, ich habe 100%, lol. Ah, jetzt nur auf Geld farmen und das war's. Puh, wir haben es geschafft. Das war echt knapp. Zu knapp. Danke für das Taxi, Sky. Jemand muss doch auf mich aufpassen. Sieht's aus, als wäre Secret wieder mal frei vom Bösen. Ja, yep, dank unserer Halbschemie-Heldin. Heldin. Hehe, das hätte ich niemals ohne euch geschafft, Leute. Warte mal kurz. Ah ne, ich dachte, es wäre der Bürgermeister, tut mir leid. Zum Glück habt ihr es unbeschadet überstanden. Als ich noch was bloß sah, habe ich schon mit den Schlimmsten gerechnet. Mir geht's gut und Secondhand ist gerettet. Danke eure Hilfe, Leute. Ja, diesmal habe ich echt viel mehr geholfen. Ich fühle mich richtig heldenhaft, weißt du? Vielleicht eröffne ich ein Dojo, um die nächste Truppe an Helden auszubilden. Man muss schließlich große Träume haben. Ich mache mich dann auch auf den Weg. Meine Brüder Abner und Orfine. Sie wollen diese alten Wiesen dort renovieren. Und ich bin dazu gewandt. Wie cool! Ich werde ihnen helfen, aber danach. Ich glaube, ich werde die Xomika-Karawane suchen und ein bisschen auf Reisen gehen. Ich vermisse meinen Wagen und ich will mehr von der Welt sehen. Pass gut auf, Doki, okay, auf. Pass gut auf, Doki, auf. Hä? Power of Evils Hamster. Dann will ich auch mal. Ich muss Mensch füttern und ihn richtig sauber machen. Dann aber ich ihn wohl erstmal ziehen lassen, damit er ein bisschen Zeit mit seiner eigenen Familie verbringt. So wie ich Freund kenne, wird er nicht lange weg sein. Er ist wohl nach dir. Und ich nach ihm. Fettische sind geil, wa? Kracher! Mann, oh Mann, was war das für ein Abenteuer? Tut mir leid mit dem Dynamo-Onkel. Ach Quatsch, schon okay. Alles in Ordnung mit dir? Was ist da drüben wirklich passiert? Risky hat den Namen benutzt und das schien ja euch schon gut. Ich sage einfach Genie Weiß. Vom Guten ins Böses verwandeln. Für einen kurzen Moment war ich so selbst mit ihm im Genie Weiß. Davon hatte ich ihn nicht mehr gewohnt. Aber in mir sind jetzt alle weg. Tut mir leid. Ich weiß, du hast nur getan, was von dir verlangt wurde. Du musstest das tun, verstehst du? Ich bin sicher, deine Mutter wäre sehr stolz auf dich. Ja, wahrscheinlich. Aber ich muss mal dran denken, dass ich noch mehr hätte tun können. Das Leben ist voller Möglichkeiten. Hast du noch nie an Dödon gespielt? Vielleicht haben die Genies überlebt. Wir werden das leider nie erfahren. Aber dank dir steht Skeleton noch, nicht wahr? Haha, das stimmt. Komm schon, Onkel. Wo gehen wir hin? Feier natürlich. Und dir ein neues spinnige Hobby suchen. Oh nein, das ehemals Relikt der Jäger ist alles für mich. Es gibt noch viel mehr Erfindungen aus der alten Welt, die nur auf eure erneute Entdeckung erwarten. Darunter ist insbesondere eine, über die ich noch mehr erfahren will. Es heißt 8-Bit-Handheld-Videospiel. Oh Mann, wieso habe ich nur das Gefühl, dass das nicht gut enden wird? Weil 8-Bit-Handheld in der heutigen Zeit scheiße sind, außer Ausnahmen, die gut sind. Natürlich sind Ausnahmen immer gut. Onkel, warte! Alter, ich dachte, es ist 100% Ende, also True Ending entscheidet sich nicht so hart vom richtigen Ende, also vom normalen Ende. Aber da gibt es vieles, was sich unterscheidet. Naja, ich lasse die True Credits jetzt laufen. Für euch, tschüss. Kein, nicht wahr? Und ich habe eine Herausforderung an euch. Lest alle Namen perfekt
aus. Also spricht alle Namen perfekt aus, die da sind, während die Credits laufen, ohne die Zeit zu verlangsamen. Wenn ihr das schafft, dann kriegt ihr 10 Euro von mir. Das will niemand schaffen. Drücke A. Läuft. 84% geil. Spielzeit 4 Stunden. Bonusbild, spiel klar. Ja. Nee, sehen wir uns beim nächsten Mal im letzten Part. Wobei ich sage jetzt, jetzt noch den geheimen Trick. Gibt's den eigentlich jetzt? Gibt's den eigentlich jetzt schon? Ich weiß nicht. Nee, so, noch nicht. Schade. Ach nee, man muss ja das machen. Ah, 84%. Ja. Ich werde nämlich an meine Spots mal aufs Screen fahren gehen. Damit ihr auch es nicht mitbekommt. Also für alle, die den Trickshot schon kennen, müssen jetzt nicht. Ich gehe dazu gerne zu Mermaid Falls. Aber wir brauchen generell eher ein Item dafür. Für unendlich Geldtrick. Und das müssen wir im nächsten Abschnitt. Und dann fliegen wir erstmal bis zum Ende des Abschnittes, weil erst dort kann man den Trick machen. Warum er auch gerade nicht geflogen ist. Also es sieht richtig aus, dass wir es sehen, aber es ist immer noch 60 FPS. Ich glaube, das Spiel liegt, also das Aufnahmeprogramm liegt. Oder bin ich einfach nur geistig behindert? Ich hoffe, ich bin nur geistig behindert. Halt die Fresse. So, wir müssen jetzt mal hier. Naja, wir müssen jetzt mal hier vorbei. Halt dein Maul. Ja, du auch dein Maul. Haltet eure Fressen. Und wir kaufen uns erstmal den Gemjuk. Warum? Weil wir es können. Übrigens, die müssen finden. Woher kommst du? Für den Gemjuk übrigens des Warp-Dings austauschen. Und nun springen wir runter, weil wir brauchen ein geeignetes Plätzchen dafür. Für den Geld-Trick-Shot. So. Dazu gehen wir hier unten. Haben wir schon maximale Anziehung? Weil das wäre super hilfreich. Ja. Gut. Und wir fallen uns jetzt in den Krug. Sogar dort, wo ich stehe. Muss nicht perfekt sein. Und dann spammt ihr einfach alle Knöpfe. Ups, außer den Knopf, den ich gerade gedrückt habe, nämlich den Verwandlungsknopf. Und dann muss ihr einfach die ganze Zeit 25 das machen. Aber ihr seht, wie viel Mana. Und wozu haben wir denn sonst dieses Diadem bekommen? Das magische Diadem. Dann brauchen wir nämlich kein Mana mehr. Und wir können spammen, wie viel wir wollen. Drücken. Naja, dann fahre ich mal ein bisschen und wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss. Ich gehe übrigens alle Items kaufen. Auch offscreen. Weil das ist jetzt nicht so spannend. Also wir werden im nächsten Part nur sehen, wie man Rest holt. Weil kaufen ist jetzt nicht spannend, ne?